Okay, Leute, dann lasst uns anfangen. Vielleicht kommen noch die ein oder anderen Leute rein, aber das soll uns dann nicht stören. Herzlich willkommen alle zusammen zum PI-Review. Wir machen das jetzt zum zweiten Mal hier in diesem professionellen Setup. Vor 10 Wochen haben wir es zum ersten Mal ausprobiert mit diesem Livestream und hatten ein paar ausgewählte Partner eingeladen, dazu zu kommen, und das war ziemlich gut angekommen. Und wir probieren das jetzt nochmal. Heute ist anders, dass wir sogar auch ein paar Partner vor Ort haben. Ich sehe gerade, dass die Kollegen von Nexum noch fehlen. Bernitscher ist hier, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch wegen diesem Termin auf den Weg zu uns macht. Das macht uns ziemlich stolz. Es haben sich auch noch einige für den Live-Chat angemeldet. Was auch cool ist, hier sitzen nicht nur Linchpin-Partner, sondern hier sitzen auch viele Kollegen und Kolleginnen. Die Linchpin-Teams sind gut vertreten, sodass auch im Nachgang die Möglichkeit ist, dass wir uns persönlich nochmal besser kennenlernen, zu den Features austauschen, ihr uns Feedback direkt gebt. Lasst uns diese Möglichkeit nutzen, aus dem Termin was Cooles zu machen. Ich weiß nicht genau, ob vielleicht auch Kunden sich in den Livestream eingewählt haben. Wir haben das in unserer Kunden-Community auch publiziert, jetzt keine Riesenwerbung gemacht, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Da kommen jetzt gerade noch ein paar Leute. Hallo. okay, wer im Livestream ist und möchte mit uns chatten, der kann in unsere Telegram-Gruppe. Das bietet die Möglichkeit, Fragen direkt zu stellen. Einige von unseren Kollegen sind online und können die direkt beantworten. Vielleicht können auch der ein oder andere in Telegram schon mal ein kleines Hallo schreiben oder so, dass wir wissen, ihr könnt uns hören. Ein bisschen Feedback auch von draußen. Daniel zeigt den Daumen nach oben. Ist schon was los? Er nickt. Es wird. Na gut. Okay. Was passiert heute? Wir sind total happy, dass der Sam von Wenager uns auch einen kleinen Einblick aus Linchpin-Projekten im echten Leben gibt. Ist immer schön, wenn wir nicht hier so nur bei uns in der Entwicklung sind, sondern auch mal nach draußen gucken. Den begrüßen wir gleich. Danach präsentieren wir mit 3 Kollegen aus den Linchpin-Teams die Ergebnisse der letzten 10 Wochen in der Live-Demo. Wir geben euch einen Ausblick, was in die nächste Suite kommt, was so auf der Roadmap steht, bieten die Möglichkeit jetzt während des Reviews für eine kurze Fragerunde, und danach haben wir noch einen Schmankerl mitgebracht, nämlich unsere ersten Überlegungen für Linchpin Cloud. Okay, dann bitte ich dich, Sam, mal nach vorne zu kommen. Hi, voll schön, dass du da bist. Ja. Vielleicht erzählst du kurz ein paar Worte zu dir und dann sehr gerne. Freue ich mich auf deinen Beitrag. Ja, hi, ich bin der Sam von der Wenager. Für die, die mich nicht kennen, wir sind ein Atlassian Solution Partner aus Köln, sind über ein paar Standorte in der Welt verteilt, sind in Deutschland noch ein mittelmäßig großes Team, aber sind stetig am Wachsen, und wir sind froh, hier zu sein und euch einen Einblick zu geben in die Linchpin-Projekte, die wir machen, beziehungsweise eher so unsere Herangehensweise an Linchpin-Projekte. Wie gehen wir das an? Gehen wir unsere Kunden aktiv an oder kommen unsere Kunden auf uns zu, etc.? Ich würde mal einfach vorschlagen, dass wir direkt loslegen und einsteigen. So, hier nur so ein bisschen ein paar Infos. Muss man nicht viel zu sagen, aber dann gehen wir mal direkt rein. Linchpin, die Lösung für Probleme in Unternehmen in bestimmten Bereichen, so sehen wir das. Wir sehen oftmals, dass Unternehmen bestimmte Probleme haben, die adressiert werden müssten. Manchmal ist es denen bewusst, dass die bestimmte Probleme haben, wozu sie Lösungen benötigen. Manchmal ist es denen aber auch nicht so bewusst, beziehungsweise die nehmen die passiv wahr, aber aktiv geschieht da nicht viel. So. Ja, und ein bisschen Agile Hive da auf der Seite. Genau. Wie gehen wir ran an unsere Kunden? Dieses Flugzeug wird später eine bestimmte Rolle spielen, auf die ich im Nachhinein noch mal kurz eingehen werde. Wir sehen hier die Flügel, die Turbinen und das Flugzeug selbst. Wir versuchen natürlich, dieses Flugzeug vom Boden hochzukriegen und zu fliegen, sodass wir so schnell wie möglich an unser Ziel kommen. Ne?
Das ist vielleicht das Stichwort the secret to legendary customer service. So, genau. Einige von euch kennen vielleicht diese Abbildung. Wir sehen hier Confluence als ein Knowledge Management Wiki, was viele Kunden einsetzen, Kunden möchten einsetzen, beziehungsweise als kollaboratives Tool auch nutzen möchten, um zusammenzuarbeiten mit Kollegen und Kolleginnen. Man sieht aber auch ganz klar, es sind immer wieder diese Bereiche, die weniger adressiert werden. Aber das sind Problembereiche von Kunden, die adressiert haben möchten. Die sagen, ja, schön und gut, Confluence bildet einen Teil dessen ab, aber wir möchten eine Lösung haben, die noch mehr anbietet und noch mehr abdeckt dieser Lösung. Wir sehen da ja ganz klar Lynchpin als ein Tool, das dieses ermöglichen kann für den Kunden. Und wir versuchen natürlich, den Kunden da entsprechend zu adressieren und ihm zu sagen, okay, diese einzelnen Lynchpin-Apps, die wir haben heutzutage, die ermöglichen es uns, aus Confluence dann etwas zu generieren, wo wir dann letztlich hier Lynchpin als finales Produkt rauskriegen. So, wie sieht das denn dann aus? Wie wird das dann wirklich ergänzt? Auf der Grafik, die wir eben gesehen haben, würden wir dann hier sehen, okay, Confluence mit als Basis ergibt mit Lynchpin halt dieses soziale Intranet, wo es auch möglich ist, über das Knowledge Management hinaus auch wirklich diese Bereiche hier wirklich zu adressieren, wo die Kunden wirklich oftmals hier Wehwehchen haben. Aktiv hatten wir jetzt einen Kunden, es gibt drei verschiedene Arten von Kunden. Es gibt den Kunden, der sagt, okay, ich möchte Confluence haben, können Sie uns damit helfen? Es gibt den Kunden, wir haben Confluence, wir möchten das aber erweitern, um solche Problematiken bei uns im Unternehmen anzusprechen und eine Lösung dafür zu finden. Und dann gibt es die Kunden, die oftmals Jira verwenden oder verwenden möchten und Confluence erst gar nicht so wirklich im Blick haben. Einer dieser Kunden war ein solcher Kunde, der Jira angefragt hatte bei uns. Wir sind in einem Workshop gewesen bei dem Kunden, wir haben Jira präsentiert und wir haben ganz schnell gemerkt, mitten im Workshop, dass der Kunde wirklich den Need hatte, nicht für Confluence, sondern wirklich für Lynchpin als Lösung, gemeinsam mit Confluence. Ganz schnell haben wir das gemerkt, mitten im Workshop habe ich dann die Partnermanager Adil und Jade kontaktiert, dass eine Demo-Instanz bereitgestellt wird und die wurde auch entsprechend bereitgestellt. Unserem Kunden haben wir dann gesagt, hier, schon mal Confluence, es kommt jetzt gleich aber noch was wir Ihnen demonstrieren werden, wo wir wissen, okay, die Probleme, die Sie eben erläutert haben, können wir damit adressieren. Und da haben wir ganz schnell gemerkt, oh, Confluence, sagen die, ja, aber das deckt ja nur Wissensmanagement ab. Wir brauchen auch noch den sozialen Faktor. Mobile, Microblogging, das sind verschiedene Bereiche, die schon selbst angesprochen hatten. Und da haben wir gesagt, geben Sie uns einen Moment. Und dann kam das in no time. Und als wir Lynchpin präsentiert haben, ist der Workshop, wo es darum ging, Jira-Anforderungen zu erheben, zu etwas geworden, wo die gesagt haben, okay, wir haben die Jira-Anforderungen erhoben, einmal auf Seite, wir möchten jetzt Lynchpin haben. Und dazu ist auch gekommen, wir haben letzte Woche das Projekt gestartet, die haben alles bestellt, die Lizenzen sind bestellt worden, das Projekt ist losgegangen und der Workshop ist gemeinsam mit Hewat gestartet worden. So, und das ist halt der Kunde, wo man sagt, okay, man sieht ein Problem, das der Kunde hat und man sollte dann auch versuchen, da aktiv diese Art von Kunden dann entsprechend anzugehen. Und wenn wir dann hier weitergehen und sagen, okay, ist Lynchpin einfach eine Extension oder ein Add-on oder eine App zu Confluence oder ist es vielleicht doch ein bisschen mehr? Die Kunden sagen dann natürlich, oh, man hat ja die Lynchpin-Apps, wenn man das zusammenrechnet, um diese gesamte Breitband an Funktionalitäten zu haben, zahlt man ja schon ein bisschen Lizenzgebühren. Und das ähnelt ja schon den Lizenzgebühren wie im Bereich Confluence selbst. Und da versuchen wir dem Kunden natürlich auch klarzumachen, dass es ja viel mehr ist als einfach nur eine Extension. Hier an dem Beispiel des Webinars, was ich eben angesprochen habe, The Secret to Legendary Customer Service von MCB, also von Mike Cannon Brooks, das er gehalten hat, das ist auch auf der Atlassian-Webseite einzusehen, wird von einem Flugzeug gesprochen. Wir sehen dieses Flugzeug. Lasst uns sagen, dass dieser Teil des Flugzeugs hier Confluence abbildet. Mit Confluence alleine kriegen wir das Flugzeug aber noch nicht gestartet. Wir sprechen von den einzelnen Produkten, die hier das Lynchpin-Team fleißig und mit harter Arbeit halt wirklich erarbeitet hat. Man hat die Turbinen. Diese Turbinen sind einzelne Bauteile, die über
die Linchpin-Apps gebaut werden. Und jetzt durch die Linchpin-Suite hat man wirklich diese zwei kompletten Turbinen, die man braucht, um an ein Flugzeug zu setzen, um wirklich abzuheben. Aber da fehlt noch was, ja. Wie kommen wir wirklich hoch? Ohne die Flügel, die wir ja haben am Flugzeug, kommen wir ja auch nicht hoch. Und das ist der Part der Partner bzw. des technischen Supports. Die Beratung machen beim Kunden und die unterstützen, wirklich dieses Flugzeug abzuheben. Und hier sehen wir ganz klar, ähnlich wie Atlassian das mit ihren Produkten als Engines gesehen hat, dass hier Confluence ist, unsere Passagiere, die Kunden sind, die drauf sind und wir möchten die ans Ziel bringen. Dafür benutzen wir die Linchpin Suite und die Consultants bzw. die technischen Umsetzer, um dieses Flugzeug wirklich zu starten und an sein Ziel zu bringen. Deshalb sagen wir für uns, und das haben wir für uns identifiziert und wir sehen das sehr ähnlich, was herausgekommen ist über die letzten Monate, Linchpin ist nicht ein einfaches Add-on. Confluence kann ein Upgrade haben und dieses Upgrade ist für uns Linchpin. Confluence Plus ist Linchpin. Du erhältst eine Lösung, ein Produkt, was noch viel mehr bietet als das nackte Confluence an sich selbst. Ja. Das ist so unsere Herangehensweise an das Problem. Vielen Dank und bis demnächst. Ja, vielen Dank, Sam. Ich glaube, das war insbesondere auch mal hier für unsere Teams super interessant, mal diese Außenperspektive zu hören. Vielen Dank dafür. Okay, willkommen, Sam. Jetzt geht's mit der Live-Demo weiter. Ich möchte euch vorstellen, wer hier mir heute hilft, die neuen Features zu präsentieren. Die Teletubbies kommen mal nach vorne. Das ist der Matze, der Manuel, der Alain und ich bin die Katja. Und ja, meine Kollegen sind alles Entwickler aus unseren Linchpin-Teams. Und die Story, die wir euch erzählen, entspricht der Realität. Ich war 3 Wochen im Urlaub, ich war 1 Woche im Linchpin Cloud Design Sprint. Ich habe gar nicht so richtig Ahnung, wie weit wir jetzt so gekommen sind und das lasse ich mir jetzt mal erzählen. So, viel Spaß. Hey Matze. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Was ist denn alles so passiert eigentlich? Ja. Das zeige ich dir mal. Ich gehe mal direkt auf den Login-Screen von Linchpin. Der sieht aktuell noch so aus, wie man den bisher kennt im System. Da haben wir jetzt aber was Neues gebaut und zwar kann man diesen Login-Screen anpassen. Dazu wechsle ich mal in die Konfiguration. Das befindet sich im Linchpin-Theme und im Administrationsbereich kann man jetzt konfigurieren, wie diese Login-Maske aussehen soll. Da kann man zum Beispiel ein Hintergrundbild hochladen und bekommt rechts auch schon so eine Vorschau angezeigt, wie das dann im Login-Screen gleich aussehen wird und kann auch einen Text hinterlegen. Das kann ich speichern und wenn ich mich jetzt nochmal auslogge, dann sollte man diesen Login-Screen direkt sehen. Okay, also es ist ein kleines Feature mit großer Wirkung, würde ich mal sagen, weil durch diese Bildhaftigkeit im Hintergrund bietet es natürlich Unternehmen die Möglichkeit, es eine ziemlich individuelle Note schon in den Login-Screens zu bekommen und auch mit so einer persönlichen Message die Leute ein bisschen persönlicher zu begrüßen. Ja, genau. Macht was her. Genau, dann logge ich mich mal ein, dann gucken wir mal, was auf dem Dashboard so passiert ist. Ja, das Linchpin-Dashboard. Wo ich das sehe, da erinnere ich mich, wir wollten doch an den Cover-Stories was verändern. Richtig, genau. Das sind die Cover-Stories in ihren Kacheln, so wie man sie bisher kennt. Für die App Linchpin Enterprise News haben wir da ein neues Feature eingebaut, und zwar eine neue Design-Variante dieser Kacheln. Ich gehe dazu nochmal in die Konfiguration, diesmal von Linchpin Enterprise News im Administrationsbereich. Da kann ich jetzt zwischen diesen zwei Designvarianten, die wir haben, wählen. Einmal das klassische Design, das wir gerade gesehen haben, und dann nochmal das neue Design, das ist das Vollbilddesign. Das kann ich hier aktivieren. Und wenn ich jetzt das Dashboard neu lade, dann sehen wir dieses neue Layout direkt. Und das wirkt sich auch gleich auf das News-Portal aus. Da kann ich direkt auch mal neu laden.
Und auch hier haben wir dann das neue Layout direkt zur Verfügung. Ist also eine globale Einstellung, die überall gilt. Okay, also wir haben hier deutlich mehr Bildhaftigkeit, genau. Die Bilder im Fokus. Ich denke, es bietet sich halt an für Intranets, bei denen es gutes Bildmaterial gibt. Es funktioniert sicherlich nicht für jedes Bild. Wir haben es auch schon gemerkt, wenn man so Teaserbilder hat, auf denen schon was steht, genau. Kommt sich das so ein bisschen ins Gehege. Also sicherlich etwas für Linchpin-Varianten, bei denen sich jemand sehr genaue Gedanken macht darüber, welche Bilder dort verwendet werden. Genau. Diese Metainformationen, fallen die da komplett weg? Nee, also man sieht jetzt hier zum Beispiel im Portal, diese Metainformationen werden angezeigt, sobald ich hovere. Und das ging ja vorher schon in der Konfiguration, zum Beispiel vom News-Portal oder in der Cover-Story-Makro-Konfiguration. Das bleibt wie gehabt. Das heißt, wenn man das da konfiguriert, zum Beispiel der Space soll angezeigt werden bei Hover und ansonsten nicht, dann gilt das auch für das neue Layout. Okay. Na, da seid ihr ja ganz schön weit gekommen. Genau. Dann gehe ich mal zurück aufs Dashboard. Hier sieht man jetzt auch schon, da ist so eine Sticky News. Das kann man jetzt im neuen Layout, sieht man das oben rechts auch an der Ecke. Die konnte bisher von jedem Benutzer in jedem Space angelegt werden. Das heißt, jeder konnte einen Blog-Eintrag erstellen und konnte sagen, die soll jetzt sticky sein für einen bestimmten Zeitraum. Sticky heißt genau, kannst du das nochmal genau, kurz sticky, erklären? Genau, sticky, also angeheftet. Das heißt, zum Beispiel in den Cover-Stories, wenn wir eine Konfiguration haben, dass diese News ganz oben angezeigt wird, genauso wie in den News-Feeds auch. Und was wir jetzt eingebaut haben, ist, dass man dieses Sticky-Feature einschränken kann. Das heißt, man kann im Admin-Bereich sagen, Sticky darf nur in bestimmten Bereichen vergeben werden und wenn man dann in diese Bereiche geht, dann kann man noch dort hinterlegen, welche Personen das definieren können. Das heißt, man kann damit auch erreichen, dass im gesamten System gar keine Sticky News mehr erstellt werden können. Okay. Ja. Es gab doch noch ein neues Feature bei den Newsfeeds, oder? Genau. Also auf dem Dashboard, das kennt man ja auch, da sind ganz oft die Newsfeed-Makros direkt eingebunden. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auf der linken Seite den Personal Newsfeed und auf der rechten Seite den Corporate Newsfeed. Das ist sozusagen das Layout, wie es bisher war. Und wenn ich weitere News lesen möchte, die in der Vergangenheit liegen, dann muss ich auf diesen Button klicken. Ah, das Thema war das. Also, ganz genau. Wir sehen hier jetzt den Effekt, dass da eine ziemlich große weiße Lücke entsteht und gerade wenn eben unter den Newsfeeds noch weitere Content-Elemente kommen, ist das ein ziemlich unschönes Bild. Genau. Das war der Grund, warum wir uns auch auf Wunsch eines Kunden damit beschäftigt haben, hierfür eine Alternative anzubieten. Genau, wir haben jetzt einen neuen Navigationsmodus für die Newsfeeds. Dazu gehe ich mal auf die Seite, die im Dashboard angezeigt wird. Da sehe ich jetzt den Personal Newsfeed ist hier links eingebunden als Makro und da gibt es jetzt eine neue Option. Unter ältere News gibt es auch die Navigationsoption Scrollen über Pfeile. Das aktiviere ich hier mal und genauso beim Corporate Newsfeed. Speichere das und gehe dann nochmal zurück aufs Dashboard. Und wenn ich jetzt ein Stück nach unten scrolle, dann habe ich da wieder links und rechts die Newsfeeds, sehe aber darunter, da sind jetzt Pfeile. Das heißt, wenn ich da jetzt draufklicke, dann lädt er die News im Hintergrund nach und scrollt innerhalb des Containers. Das heißt, dadurch wird das Layout nicht zerschossen, auf dem Dashboard zum Beispiel. Im Urlaub gucke ich so einmal am Tag in unser Chat und da habe ich heiße Diskussionen gelesen zu diesem Thema. Da wurde sich echt wild gestritten. Ob das jetzt der Usability zuträglich sei oder nicht. Es wurde anders ausgedrückt, aber das erzähle ich jetzt hier nicht. Wir haben auch Usability-Tests gemacht. Es ist tatsächlich so 50-50. Die einen finden das gut und die anderen finden das irgendwie nicht gewohnt. Da wäre es halt auch super interessant, Feedback zu bekommen. Ich glaube, der Use Case ist halt wirklich dieses Unternehmenskommunikation, möchte ein richtig schickes Dashboard machen und stört sich wirklich an diesen Lücken. Mhm. Und dafür kann es sinnvoll sein. Also Feedback erwünscht. Es wandert in eine der nächsten Suite-Versionen. Und dann können wir nachher mal gucken, wer hier recht hatte. Genau. Okay, dann auf der linken Seite, habe ich ja schon gesagt, sieht man den Personal Newsfeed. Das heißt, das zeigt die News an, die ich abonniert habe, also deren Bereiche. Dieses Overlay kennt man bestimmt.
Ja, da fällt mir ein, wir haben ja seit der letzten Suite-Version auch die News-Portal-Seiten. Genau. Und eigentlich gehört es doch auch da rein. Richtig. Wir können jetzt im News-Portal auch diese abonnierten News sehen. Also das ist im Prinzip der Personal Newsfeed, nur dass man halt dafür kein Makro braucht, sondern direkt über das Portal dahin kommt. In der Version ist das jetzt die Kachel-Variante, sieht also ein bisschen aus wie Cover Stories. Ich kann das aber auch in diesen Listenmodus umschalten. Und was ich hier auch machen kann, das erkennt man an diesem kleinen Zahnrad links. Ich kann mir hier auch meine Abos zusammenstellen. Das heißt, ich habe jetzt hier Bereiche abonniert, die werden mir ganz oben angezeigt. Darunter kommen alle anderen nicht abonnierten Bereiche in alphabetischer Reihenfolge. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, der Bereich Activities, der interessiert mich jetzt nicht so und Dashboards auch nicht. Dann abonniere ich die weg. Und wenn ich jetzt zurückgehe auf zurück zu den News, dann greift diese Einstellung auch sofort und diese werden nicht mehr angezeigt. Für alle, die hier im Raum sitzen, die Beamer-Qualität hat hier die Hintergrundkacheln verschluckt bei den News-Abos. Das ist derselbe Look wie im Personenverzeichnis in Lynchpin. Also wir haben immer eine graue Box im Hintergrund. Ich hoffe, im Livestream ist das besser sichtbar. Aber es ist eben jetzt auch ganz konsistent zu unseren anderen Lynchpin-Portalseiten. Die Sidebar auf der Portalseite, die war vor meinem Urlaub noch ziemlich leer. Da steht jetzt irgendwie, die Magazine. Genau. Cool. Das ist jetzt ein Stand, der noch nicht fertig ist. Also der kommt noch nicht direkt in die nächste Version. Können wir trotzdem schon mal zeigen. Dabei handelt es sich um die News-Magazine. Ist im Prinzip einfach wie eine Magazinseite. Und was man hier machen kann, ist, man kann hier News-Module und Textmodule zusammenstellen auf einer Seite und zum Beispiel über bestimmte Themen informieren, wie in diesem Fall über Sport, Ernährung. Und man sieht hier zum Beispiel auch, man hat hier verschiedene Kachelvarianten, zum Beispiel diese Einzelkachel oder das Vierer-Layout oder mal ein komplett neues Layout, das hatten wir bisher noch gar nicht, das gibt es jetzt für die Magazine. Oder auch so eine Newsfeed-Variante. Oder wie eben schon erwähnt, diese Textbausteine, die ist jetzt hier unten eingebunden. Also Zielgruppe hier sind natürlich eher Redaktionsteams, die sich Mühe geben wollen, bestimmte Inhalte in einer optisch besseren Darstellung zu präsentieren. Wir hören auch häufig von unseren Kunden, dass die ihre Print-Mitarbeitermagazine ablösen wollen im Zuge von so Digitalisierungskampagnen oder so. Und auch hier an dem Beispiel Fitness for You, also so die Idee, so ein Gesundheitspräventionsprogramm oder so zu publizieren, erkennt man, denke ich, ganz gut die Potenziale und mögliche Anwendungsfälle. Genau. Wie variabel kann ich denn jetzt hier einfach nochmal so eine neue Kategorie hinzufügen? Genau, das kann ich mal zeigen. Also in dem Fall bin ich jetzt ein Confluence-Administrator im System. Deswegen sehe ich hier das Zahnrad, aber wir können auch in Lynchpin Enterprise News Magazin Redakteure definieren. Das heißt, nicht nur Administratoren können diese Magazine bearbeiten, erstellen und löschen, sondern auch die Leute, die dort als Redakteure definiert wurden. Und ich kann mal zeigen, wie diese Konfiguration davon aussieht. Auch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, die Beamer-Qualität verschluckt hier an der Stelle, dass das eigentlich ein grauer Kasten jeweils ist. Das ist also nicht weiß auf weiß. Und das ist noch ein Entwicklungsstand, der ist noch nicht ganz fertig. Das heißt, da werden wahrscheinlich gleich so ein paar Sachen auffallen, die vielleicht noch nicht ganz rund aussehen. Ich kann mal zeigen, wie das mit den Modulen an sich aussieht. Eben haben wir gesehen, war oben eine Kachel eingebunden, eine Einzelkachel. Wenn ich jetzt hier in den Bearbeiten-Modus gehe, dieser Kachel, dann bekomme ich rechts eine Sidebar eingeblendet. Und ich habe jetzt die Möglichkeit zum Beispiel zu definieren, dass da eine Überschrift angezeigt wird. Das kann ich mal machen und kann das zum Beispiel Sport und Ernährung nennen. Sehe dann direkt auf der linken Seite, wird mir das in der Vorschau auch schon angezeigt. Und ich kann darunter dann wählen, welche News sollen denn da eingespielt werden, zum Beispiel alle im System oder nur bestimmte News-Rubriken oder nur bestimmte News-Kategorien. Kann darunter dann sagen, in welchem Layout soll das angezeigt werden, zum Beispiel in der Einzelkachel, wie man es gerade gesehen hat, oder vielleicht auch in so einem Zweier-Layout oder Dreier-Kachel oder Vierer-Kachel. Und auch diese Auswirkung sieht man direkt auf der linken Seite. Und darunter kann man, wie man das auch in den Cover-Story-Makros und im Newsportal schon konfigurieren konnte, einstellen, welche Elemente wann angezeigt werden sollen. Das Coole an der Sache ist jetzt hier, dass man das für jedes einzelne Modul definieren kann. Das heißt, man muss es nicht für die gesamte Seite definieren, sondern man kann sagen, die wichtigste Kachel oben soll außer einem Bild gar nichts anzeigen und bei den anderen Kacheln zum Beispiel zeige ich alle Elemente immer an.
Also man ist wirklich sehr, sehr variabel. Was ich hier noch gerne hervorheben möchte, ist, dass das eigentlich so das User Experience Erlebnis ist, was wir uns eigentlich wünschen, dass wir es schon überall in Linchpin in dieser Form hätten. Also intuitivere Möglichkeit, solche Inhalte auch einzustellen, dass man nicht als Nachrichtenredakteur riesen Technik-Know-how oder sich irgendwie durch die Confluence-Administration klicken muss, dass ich eben, what you see is what you get, irgendwie erfahren kann. So ähnlich kennen wir es aus Linchpin-Events und sowas in der Art haben wir auch vor für die Profilbearbeitung im Linchpin-User-Profiles. Genau, was ich auch noch an der Stelle erwähnen möchte, ist, dass man hier nicht nur Module ergänzen kann oder bearbeiten oder löschen, sondern dass man auch die Farben in einem Magazin anzeigen kann. Ich kann das mal demonstrieren. Wir haben ja gerade gesehen, aber vielleicht hat man es auf dem Beamer nicht ganz gesehen, aber es war so eine leicht grünliche Farbe. Das kann ich jetzt mal auf einen, was wollt ihr haben? Ich mal meinen. Bitte? Farbwünsche? Ich glaube, der alle will rosa. Ja, bitte. Okay. Daran könnte ich schon scheitern, weil das kriege ich. Ja, komm, ich nehme pink. Pink ist auch okay, oder, Alter? Okay. Dann sagen wir zum Beispiel, der Hintergrund, der soll jetzt pink dargestellt werden und alle Überschriften in einem schönen blauen, weil das super passt. Das wird richtig schön, Matze. Ich merke es schon. Genau. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem, was du eben erwähnt hast. Du hast ja gefragt, wie man da ein neues Modul reinbekommt. Dann klicke ich hier mal auf den Button Modul hinzufügen. Aktuell haben wir da zwei Varianten, einmal das News-Modul und einmal das Text-Modul, was wir ganz unten gesehen haben. Wir wollen jetzt mal eine neue News ergänzen. Deswegen klicke ich hier das News-Modul an, füge das hinzu. Und das reiht sich dann ganz unten ein. Aber wir möchten natürlich, dass es ganz oben zu sehen sein wird. Deswegen machen wir das hier mit. Das ist noch nicht so richtig die User Experience, ein paar Schritte nach oben, die wir wollen. Genau. Und dann können wir jetzt hier schon mal schreiben. Ich weiß ja zufälligerweise, was da gleich angezeigt wird. Und füge jetzt eine News hinzu, die aus einer bestimmten Kategorie kommt, nämlich Event. Kann das hier speichern und wenn ich dann auf Schließen gehe, dann sehe ich, ach, ist das schön. Da weiß man, warum du Entwickler bist, Matze, oder? Ja. Ja. Design ist meine Stärke. Ich denke, was eben deutlich wird, ist, dass man über die Farbe auch einen Eyecatcher schaffen kann. Sehr starke Möglichkeit, auf den ersten Blick auch Magazine zu unterscheiden. Ja? Genau. Es sah vorher schöner aus, als es Tamara uns noch gebaut hatte. Das tut mir leid, Tamara. Okay. Kennen das hier schon alle? Das ist ja jetzt doch noch relativ frisch, oder? Ach so, ja, nee, natürlich noch nicht. Stimmt, ich könnte das ja eigentlich im Microblog posten. Dann mache ich das doch mal. Ich wechsle mal zum... Achso, ich muss natürlich ans Mikro, sonst wird das nichts. Genau, so, also ich möchte jetzt von diesem News-Magazin, was wir haben, im Microblog berichten und sehe hier, der sieht ja ganz anders aus, also ich kenne den gar nicht so. Ja, da kannst du mal den Alain fragen, Der müsste eigentlich Bescheid wissen. Ja, klar, ich kann dir, wenn du mich sehen lässt, ich kann dir gerne mal den aktuellen Entwicklungsstand von Microblog zeigen. Mhm. Und zwar haben wir hier, kennen wir vielleicht alle das Problem, wir möchten gerne auf einen Post antworten und sind früher immer aus unserem Lesefluss gerissen worden. Das hat sich jetzt geändert, also wir könnten hier zum Beispiel direkt antworten, haben einen neuen eigenen Editor eingebaut, bei dem wir, schreib mal was rein, bei dem wir auch Bilder zum Beispiel reinpacken wollen, reinhängen können. Du wolltest, was wolltest du nochmal rein? News-Magazin, natürlich. Ja. Yeah. News-Magazin ist ein super cooles Feature, aber uns glaubt eh keiner, dass wir richtig gearbeitet haben. Dann können wir es auch einfach so machen. Das interessiert die Leute eh viel mehr. Genau. Ja. Diese ganzen Social-Sachen und so. Habe ich mir sagen lassen. Genau, das ist ein Feature, was noch in Arbeit ist, was es aber jetzt auch schon gibt. Darf ich kurz noch was einhaken? Ja, ja. Diesen Microblog-Editor, den haben wir auch selbst gebaut, weil es unheimlich viele Supportfälle rund um dieses Feature gab und wir haben die Hoffnung, die Anzahl von Bugs zu reduzieren, haben das eben neu gebaut, in dem Zuge auch ein bisschen die Usability verbessert. Genau, ein Feature, was wir wieder zurückgebracht haben, ist die Sidebar und zwar ist sie standardmäßig aus. Aber wenn man das Makro nochmal bearbeitet,
können wir hier an der Stelle die wieder einblenden lassen. Und dann ist sie auch wieder hier an links zu sehen. Es ist aber nicht nur so, dass wir das jetzt einfach nur wieder angeschaltet haben, sondern wir haben natürlich auch ein bisschen die Usability verbessert, indem wir das auch ein bisschen responsive gemacht haben, sodass also ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es nicht mehr, also wenn der Platz nicht mehr ausreicht, können wir die ganz normal wie im Standard auch darüber wieder erreichen. Also die Sidebar im Microblog gab es von Beginn an. Da wurden die Topics dargestellt, die man in der aktuellen Version eben nur über einen Tooltip sehen kann. Dann hat das uns auf die Layouts zerschossen, wurde auch teilweise nicht für so werthaltig gesehen. Dann haben sich aber viele Kunden gemeldet, wir wollen die Sidebar wieder haben. Und ja, als Tipp, die Sidebar mit, der Microblog mit der Sidebar, der bietet sich an, wenn genug Platz ist. Sie wird bewusst nicht angezeigt auf Layouts, auf zwei- oder dreispaltigen Layouts. Das sieht einfach schwierig aus, kommt sich eben auch mit anderem Content ins Gehege. Also so empfehlenswert ist sie auf Team-Startseiten, Bereichsstartseiten, solchen Elementen. Okay. Alain, wo du gerade hier stehst, du bist auch der Experte für Linchpin Mobile, oder? Manchmal, ja. Katja, hast du eigentlich schon die neue Version gesehen? Nee, von der aber Mobile-App? Die würde ich gerne mal sehen. Hier, ist das dein Handy, Alain? Ja, zufällig. Ich guck mal gerade. Nee, die andere. Die andere App. Ach so. Kannst du noch mal gerade zurückgehen? Kleine Panne. Ah, Linchpin, klar. Touch-ID? So, ja, ich nehme das mal wieder ab. Jetzt kann ich nicht mehr auf deinem Handy stalken. Nein, ich muss selber Kuchen mitbringen, hier wird nicht für mich bestellt. Okay. Wir haben ein neues Feature eingebaut in Linchpin Mobile, die Möglichkeit, ein System über eine PIN oder in dem Fall über eine Touch-ID zu entsperren. Das mache ich mal gerade. Genau, und da kommen wir dann auf ein System drauf. Das Wichtige ist, das ist systemabhängig, nicht app-abhängig. Also wenn man mehrere Systeme drauf hat, sind nur die gesichert, wo das System entsprechend mit der Einstellung abgesichert worden ist. Eingebaut haben wir das, weil gerade dieser Sicherheitsaspekt bei einigen Kunden ein Hindernis darstellt, Linchpin Mobile einzuführen. Die sagen dann, ja toll, dann legst du dein Handy auf die Bar mit deinen Freunden, gehst mal kurz weg und irgendwer liest dann die Unternehmensinternas. Das darf nicht passieren. Wir sind gespannt, ob wir damit ein paar mehr unserer User auch von Linchpin Mobile überzeugen können. Genau, und ich würde dir auch noch mal kurz zeigen, wie man es eigentlich einrichtet. Also okay. Wir haben ja jetzt gesehen, wie sich das auswirkt. Mhm. Dafür haben wir hier die Cybert Media App. Und zwar würde ich mich hier mal kurz auf einem System einloggen. Das ist jetzt quasi frisch installiert. Ah, jetzt machst du gerade ein Foto von dem QR-Code. Genau, ich benutze den QR-Code, um schnell an eine Instanz hinzuzufügen. Mhm. Und die ist abgesichert. Und da ich die zum ersten Mal starte, werde ich jetzt aufgefordert, eine PIN zu vergeben. Das mache ich mal. Das ist eine ganz sichere PIN. Also ich warte mal ganz kurz, also mit dem Bestätigen der vierten Eingabe wird das angenommen. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, den Fingerprint an- oder auszuschalten. In meinem Fall lasse ich ihn jetzt an. Und komme dann wie gehabt auf das System drauf. Ja, cool. Und das ist dann auch Face ID bei neueren iPhones zum Beispiel und... Okay, cool. Da ist ja ganz schön was passiert. Zum Thema Mobile fällt mir noch ein, dass wir ja hier diesen Mobile Coworking Day veranstaltet hatten, um Makros auch in der mobilen Version anzeigen zu können. Da hatten wir ja noch einiges aufzuholen. Genau, da kann ich auch mal einen Zwischenstand zeigen. Und zwar habe ich hier mal eine Seite eingerichtet, auf der ein paar von unseren eigenen Makros mittlerweile mobil anzuzeigen, also sichtbar sind. Haben wir hier zum Beispiel den Mobile Teaser mit dem Icon-Format. Wir haben eine Custom User List, die jetzt auch angezeigt wird, und unsere Event-Liste. Also wer nicht so nah hier dran ist, denkt wahrscheinlich, ja, sollte ja immer so sein, ist so eine Grunderwartung. Und ja, ist es auch so. Es ist trotzdem eben die Realität, dass wir hier
eben noch ein bisschen Arbeit vor uns haben, die Konsistenz wirklich herzustellen. Hiermit haben wir jetzt einen großen Schritt schon geschafft. Also es sind noch, also ein Großteil der wichtigsten Linchpin-Makros werden dargestellt. Die werden auch in der Confluence-Mobile-App dargestellt. Auch hier, wenn es Wünsche gibt, welche Makros bei euch häufig im Einsatz sind, bei denen ihr denkt, das wäre noch super, gebt uns das ruhig als Feedback. Bis zu dieser Version hätte man hier jetzt tatsächlich 3 graue Boxen gesehen, in denen irgendwie steht, das hier ist das Teaser-Makro und das ist die User-List. Also man konnte diese Seite eigentlich nicht gebrauchen. Genau. Genau, ich würde gerne noch mal kurz von einem weiteren Feature erzählen. Das okay. Will ich dir noch nicht zeigen. Und warum? Zwar, weil wir das da nicht eingerichtet haben. Ach so. Es gibt manche Unternehmen, die möchten gerne die Seitenzugriffe mobil einschränken. Und das haben wir jetzt momentan erstmal so gelöst, dass wir den Seitenbereich, der hier unten zu sehen ist, also die Übersicht, und alle Verlinkungen auf Seiten werden dann in der App deaktiviert. Also diesen Pages-Bereich sieht man nicht mehr und Links auf eine Seite aus zum Beispiel Microblog oder den News heraus erzeugt eine Fehlermeldung. Ist also eine Möglichkeit, den Zugriff weiter mobil zu beschränken, um Missbrauch vorzubeugen. Also auch das ist so ein Hindernis für Kunden, dass die sagen, ja, ich will in der mobilen Version gar nicht alle Intranet-Inhalte darstellen oder vor allem dann die Confluence-Inhalte. Wir erlauben dann damit den Zugriff auf News und den Microblog, also auf die Kommunikationsthemen und beschränken den auf die Seiten. Genau. Ja, da ist ja einiges passiert in Linchpin Mobile. Danke, Alain, gerne, fürs Zeigen. Hallo Katja, schön, hey, dass Manuel, du wieder zurück bist. Ja, ich freue mich auch. Alain, können wir die letzten Themen gerade noch kurz besprechen? Ja, klar. Ja, gerne. Wir haben ja bei uns schon lange eine DC-Instanz rumzustehen. Da ist ein Confluence drauf und da wartet, die wartet jetzt auf einen Linchpin. Wie sieht es denn da aus? Achso, du meinst die Suite? Ja, gute Neuigkeiten. Die Suite ist in der Tat jetzt DC-ready. Da können wir gerade mal noch mal schnell in den Marketplace schauen. Und siehe da, hier kommt gleich. Worauf warten wir jetzt? Darauf, dass der lädt. Dieses Internet. Ist nicht so unser Ding. Gut, also man kann selber nachgucken jederzeit. Die Linchpin Suite ist ready for DC. Ja, das war auch für uns eine spannende Geschichte, weil wir ja lange jetzt schon dran gearbeitet hatten, die einzelnen Plugins DC-ready zu bekommen und haben uns dann die Frage gestellt, wie wird Atlassian auch mit der Suite umgehen. Wir haben sie durchbekommen, auch ein bisschen mit Unterstützung und sind total happy, dass das jetzt endlich auch soweit ist. Genau. Okay, gut, dass du da bist, Manuel. Ja. Wir haben ja bei manchen von unseren Systemen nicht alle Benutzer einen Confluence-User und nutzen da den anonymen Zugriff. Mhm. Wie weit sind wir da mit Linchpin? Ja, da sind wir ziemlich weit. Wir haben uns die Apps angeschaut, wir haben sie geprüft und kompatibel gemacht für den anonymen Zugriff. Das heißt, anonym Nutzende sehen jetzt entweder sinnvolle Inhalte, wenn es halt Sinn macht in dem Kontext, oder entsprechende Fehlerhinweise, die dann zumindest klar machen, warum jetzt der Zugriff gerade nicht möglich ist. Der Marketplace ist übrigens da. Ah, okay, es lag nicht an uns. Okay, ja, ist auch nicht so cool. Passiert aber ja manchmal. Okay, also der anonyme Zugriff ist auch relevant. Es gibt ja manche Instanzen, bei denen nicht jeder Nutzer den eigenen Account hat, um einfach mehr Leuten Inhalte zur Verfügung zu stellen. Und da gab es wirklich unschöne Meldungen zwischendurch und das haben wir dann jetzt eben auch ausgemerzt. Genau. Möchte ich noch was fragen? Okay, wir hatten noch eine Sache auf der Agenda, das war das mit dem Dashboard. Das Thema richtig, mit dem... Ja genau, das wollte ich fragen. Manuel, sag mal, wir setzen ja öfter dann auch jetzt, oder wir können jetzt mehrere Instanzen mal aufsetzen zum Testen. Genau, das können wir machen. Sprich noch irgendwas dagegen? Grundsätzlich nicht, nee, wir können es machen. Das Dashboard einrichten ist halt ein bisschen nervig und zeitaufwendig. Aber ansonsten, gut, oder gibt es da was Neues?
Ja, wenn du willst, kann ich das auch gerne mal zeigen. Absolut, gerne. Wir haben zumindest einen technischen Proof of Concept entwickelt, wo wir die normale Dashboard-Action durch eine eigene Dashboard-Action ersetzen. Dort haben wir jetzt mal beispielhafte Makros hinzugefügt und Gesundheit und haben evaluiert, dass wir so etwas anbieten können, systemweit. Und die Idee, die daraus resultiert, ist, wir wollen das ähnlich wie im Magazin schon gesehen, einfach und schnell konfigurierbar machen, sodass das Aufsetzen von neuen Systemen zum Beispiel Testen relativ einfach und komfortabel ist. Wir haben ja jetzt hier 4 Leute von Partnerunternehmen vor Ort. Konfiguriert ihr manchmal Linchpin-Dashboards? Ja? Und dann wisst ihr auch, es gibt immer diese ein bisschen Krücke über die Welcome-Message in Linchpin selber. Also das ist im Moment eben noch keine Möglichkeit, eine eigene Seite zu erstellen. Und das wird also in Zukunft anders sein. Wir haben hiermit das Ziel, einmal Neueinrichtungen von Linchpin-Systemen zu vereinfachen. Das wird auch hoffentlich unseren Partnern zugutekommen, weil ihr hoffentlich schneller in der Lage seid, coolere Dashboard-Varianten zu bauen. Hier für die nächste Iteration wäre es sehr spannend zu wissen, was so eure Wunschmakros wären für so ein Dashboard, weil wir nicht genau wissen, wie variabel wir dann in der nächsten Version sein werden. Also da gebt uns gerne Feedback, was aus eurer Sicht so die Top-Dashboards sind in Linchpin, die ihr häufig für eure Systeme dann auch braucht. Okay, dann das waren alle Features, an denen wir gearbeitet haben. Mhm. Vielen Dank fürs Zeigen. Da ist ja eine Menge passiert. Gut. So, in der Theorie hatten wir uns das mal so ausgedacht, als wir hier mit Safe und PIs und so angefangen haben, dass immer das, was wir in einem PI entwickeln, dann auch danach pünktlich in die neue Suite kommt. Wir sind jetzt kurz vor der Linchpin Suite 1.2 und der Prozess hier sieht eben so aus, dass wir ja immer alle einzelnen Apps erst testen müssen, im Marketplace releasen müssen. Die müssen dann alle safe sein und dann können wir die in die Suite packen. Dieser Prozess, der dauert eine ganze Weile und wir werden aus dem Grund vermutlich in Zukunft in so einen Rhythmus kommen, dass wir in PI immer ein bisschen mehr bauen und als in die Suites kommt, sodass wir wahrscheinlich immer bis zum, also ein PI besteht ja aus 5 Sprints und vermutlich werden alle Features, die dann in Sprint 4 zu Ende sind, in die Suite kommen und wir bauen ja, also wir entwickeln ja trotzdem weitere Dinge. Das heißt, in diesem Review heute haben wir gesehen, was wir gearbeitet haben und ich erzähle euch jetzt, was in die nächste Suite kommt und was eben noch einen Moment warten wird. Was wir mit ausliefern werden, ist der neue Login-Screen. Mit dem Bild im Hintergrund, mit der Welcome-Message ist die Möglichkeit, die News-Abos auf der News-Portal-Seite einzurichten, ist das Berechtigungskonzept für die Sticky News, also das, was wir gesehen haben mit dieser News, die man anpinnen kann, dass man da nur bestimmten Usern das erlauben darf. Linchpin Mobile mit der besseren Makrodarstellung ist enthalten, die Pinsperre in Linchpin Mobile ist enthalten und auch diese Zugriffe auf Seiten zu deaktivieren ist enthalten. Aus dem Microblog wird die Responsive Sidebar mit ausgeliefert werden, der neue Editor noch nicht. Und auch die bessere Darstellung im anonymen Zugriff ist drin und dass die Suite für Data Center approved ist, ist auch mit dabei. Was kommt nicht in die nächste Suite, aber sehr, sehr wahrscheinlich, also total wahrscheinlich in die danach, weil wir da eben auch kurz vor Ende sind, wird das neue Design der Cover Stories sein und die News Magazine sind jetzt vielleicht Features, die total begeistern. Damit müsst ihr euch dann noch einen Moment gedulden, aber ihr könnt euch schon mal mental vorbereiten und überlegen, was für tolle Magazine man da schalten könnte. Auch diese Pfeilnavigation in den Newsfeeds und der neue Editor, wie eben schon gesagt, wird noch ein Momentchen
dauern. Ebenso das Default Dashboard, da würde ich aber mich jetzt noch nicht, würde ich noch nicht versprechen, dass das auch in die nächste kommt. Das werden wir dann mal schauen. Am Montag haben wir wieder PI-Planning. Das heißt, wir gucken uns an, was wir in den nächsten 10 Wochen tun. Und wir beschäftigen uns mit Usability-Verbesserungen in der Feature Language Manager, also Seiten in verschiedenen Sprachen miteinander verknüpfen zu können. Viele von euch kennen wahrscheinlich, weil wir es schon in vielen Terminen mal gezeigt haben, das neue Personenverzeichnis, wo wir auch das People Directory an den neuen Look der Linchpin-Portale angleichen. Auch daran werden wir weiterarbeiten. Wir werden die Eventberechtigungen optimieren, weil wir mit Linchpin Events da noch keine so perfekte Lösung haben und wir müssen auf jeden Fall daran arbeiten. Und ich weiß nicht, wer das Plugin Linchpin Personalized Content kennt, LPC. Das ist ein Plugin, was wir im Moment noch nicht in der Suite integriert haben, was wir immer noch gesondert dazugeben, ist im Grunde das Feature, womit man Inhaltsbereiche innerhalb einer Seite personalisieren kann. Das werden wir auch in die Suite integrieren. Wir arbeiten dann weiter an dem Default Dashboard und die Linchpin Intranet Suite 1.3 wird dann Anfang November voraussichtlich released werden. Gut. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit so Themen, wie geht's weiter, welche Features kommen, werden uns in Zukunft beschäftigen. Wir hatten auch im vergangenen PI einige Konzeptionsthemen, mit denen wir uns befasst haben. Das ist zum einen das Navigationskonzept für Linchpin Mobile. Da möchten wir Konsistenz herstellen zum Navigationserlebnis in der Desktop-Variante. Dazu gibt es Prototypen, wir wollen die jetzt heute nicht genauer zeigen, aber wer das sehen möchte, der darf mit uns gerne eine Demo ausmachen und dann freuen wir uns da sehr über Feedback. Genauso auch beim Thema Org-Charts, da beschäftigen wir uns damit, wie wir Org-Charts innerhalb von Linchpin besser darstellen können. Im Moment gibt es ja da im Linchpin-User-Profile eine sehr kleine Version, wo man im Grunde Hierarchien abbilden kann, aber wir merken immer wieder, dass es in nahezu jedem Unternehmen ein Thema ist und auch dazu haben wir erste Ideen und die werden wir auch gerne besprechen. Ja, weitere Themen, die so auf der Liste stehen, auch da die Bitte, wer uns zuhört, auch im Livestream ist und denkt, ja, das ist genau mein Thema, ich will meine Ideen mit reingeben, das ist einmal die Integration einer Möglichkeit zu chatten, das Rollenkonzept, also da schwebt uns sowas vor, dass wir nicht unbedingt Administrator sein müssen, um auch Events oder Nachrichten oder verschiedene Dinge bearbeiten zu können. Also wir wollen irgendwie unterscheiden zwischen Redakteuren, Administratoren und sind da so ein bisschen am Annähern, was würde das bedeuten, um das Rechte- und Rollenkonzept in Linchpin zu vereinfachen. Dann das Thema Schnellstart-Wizard, also was müssen wir tun, damit man als Admin, wenn man ein Linchpin konfiguriert, sehr schnell zu den wesentlichen Ergebnissen kommt, also so ein ja, geleiteter Prozess, um die Basic-Einstellungen vorzunehmen. Wir wollen auch die Konfiguration in Linchpin Theme verbessern. Das wird ja auch künftig mit dem Menü gebundelt, sodass wir uns das auch in der Gesamtgeschichte anschauen wollen. Und wir überlegen auch, weil das auch immer wieder Thema ist, ob wir uns mal über ein Analytics-Tool Gedanken machen, also um auszuwerten, wie arbeiten die Leute mit dem Intranet selber. Genau. Da wir gleich uns einen neuen Prototyp mit vielen neuen Ideen angucken werden, würde ich jetzt die Möglichkeit geben, Feedback zu geben zu dem, was ihr gesehen habt, Fragen zu stellen. Genau. Die Mikros, können wir die einfach verwenden? Ja, offensichtlich. Hey.
Zur Linchpin Mobile App habt, ist das nur für iOS oder auch für Android gedacht? Weil ihr vorhin von Touch ID und Face ID nur gesprochen habt, wollte ich nur sicher gehen, ob es jetzt erstmal nur für iOS ist oder auch für Android vorgesehen ist. Du bist von Martin geprüft worden, oder? Aktuell ist es nur für iOS, kommt aber sehr bald für Android nach. Okay. Das war eigentlich die einzige Frage, die ich hatte. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Martin. Ja, das wäre lieb. Ich habe da, glaube ich, nicht so richtig aufgepasst vorhin. Könntest du noch mal kurz erläutern, wie ihr euch künftig unfertige Ergebnisse sozusagen in der Release-Planung vorstellt? Ich habe das jetzt so verstanden, dass alles, was zum Ende des Sprints nicht fertig wird, einfach 3 Monate auf Halde liegt und dann mit dem nächsten PI möglicherweise live geht. Und habe mir gedacht, oh, dieses Safe-Ding, das macht uns voll lahm, was so Time-to-Market angeht und jetzt irgendwie sozusagen zu lernen, was da draus passiert. Ist es tatsächlich so, dass wir uns da so viel Zeit nehmen, die Sachen in den Marketplace zu bringen? Also wir sind da am Einpendeln und müssen auch überlegen, was ist für uns die perfekte Lösung. Wir saßen jetzt halt vor 2 Wochen im Meeting mit den POs aus allen Linchpin-Teams und haben uns die Ergebnisse angeschaut und hatten eben im Idealfall eigentlich vor, auch jetzt zum Ende, also dass wir eigentlich morgen schon das neue Suite-Release rausbringen können. Und Realität ist eben, dass manche Apps mit neuen Features noch nicht einzeln released sind. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir jetzt trotzdem lieber schon eine neue Suite-Version rausbringen mit ein paar weniger Features, als wir es zum PI-Start dachten, und mit den anderen warten wir. Welche Features es dann wert sind oder uns wert sind, in Zukunft ein neues Suite-Release rauszubringen, vielleicht doch auch innerhalb des PIs, das müssen wir gucken. Es ist nur so, dass der Release-Prozess aktuell noch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und sehr viele Abhängigkeiten hat, was wir vermutlich in Zukunft oder hoffentlich auch verbessern können. Aber auch dazu ist es halt cool, wenn ihr uns Feedback gebt. Ich merke jetzt, dass das irgendwie blöd rüberkommt. Bei anderen Kunden habe ich schon das Feedback bekommen, ihr seid immer so schnell, ich kann mich gar nicht vorbereiten auf das, was da so kommt. Vielleicht freut es auch den einen oder anderen Kunden jetzt schon zu wissen, was ich im November dann wirklich haben kann. Also wir sind da am Lernen und müssen eben einen Weg finden, der gut passt zu uns. Ja. Genau, weitere Kommentare, Fragen, soweit erstmal nicht. Okay, dann kurz noch was zu ein paar einleitende Worte zu dem Thema Cloud. Cloud ist ja in aller Munde und wir machen uns natürlich auch Gedanken dazu, wie wir mit Linchpin damit umgehen. Gleichzeitig sind unsere aktuellen Kunden zum riesen Großteil Serverkunden und wir merken auch hier in Deutschland und Europa sind die Leute noch nicht wirklich so weit. Wer unsere Arbeit in den letzten Monaten verfolgt hat, der weiß, dass wir ein erstes Cloud-Plugin entwickelt haben, Linchpin Community, im Grunde so der Microblog in neu, unsere Vision davon, haben wir in der ersten Beta-Version released, seit letzter Woche, glaube ich, ist sie im Marketplace kostenlos als Beta-Version erhältlich. Ist also möglich, damit mal rum zu experimentieren, die auszuprobieren, da freuen wir uns auch über Feedback. Und die nächste Frage ist natürlich, die wir auch vor allem auf dem letzten Atlassian Summit gestellt bekamen, gibt es Linchpin denn auch für Cloud? Und darauf versuchen wir eben gerade eine Antwort zu finden. Wir wissen, wir wollen auch dafür eine Lösung anbieten. Wir reduzieren nicht die Mannstärke, die am Bestandsprodukt arbeitet. Wir haben aber ein neues Team gegründet, was sich jetzt ab nächsten Montag um die Entwicklung von Linchpin Cloud kümmern wird. Und die Sarah und der Colin und der Nabil waren Teil auch des Design Sprints. Wir hatten uns 4 Tage zurückgezogen und viel gedacht und
Niemand oder sehr wenige hier in dem Raum kennen die Ergebnisse. Wir wollen auch unseren Kollegen das zeigen. Wir wollen unseren Partnern das zeigen und freuen uns danach einfach auch über Feedback. So, die Katja hat jetzt gerade schon ein bisschen was dazu erzählt, dass wir uns letzte Woche in K7, das ist unser anderes Büro, zu siebt beziehungsweise mit zwei Moderatoren, mit der Caro und dem Paul, eingeschlossen haben, um die Vision für Linspin in der Cloud herauszuarbeiten. Ich habe hier nochmal ein Foto von der Runde. Der Colin ist da leider nicht mit drauf. Was wir uns als Frage gestellt haben, ist, wie können wir Linspin in der Cloud zu einem Produkt machen, das bei den Mitarbeitern ein Wir-Gefühl erschafft. Klar, wir haben auch in Linspin Server eine soziale Komponente. Wir haben den Microblog, wir haben Likes, wir haben Kommunikation über Kommentare. Aber so das, was wir heute eigentlich aus den sozialen Medien kennen, ist noch nicht so stark in Linspin verankert. Und genau das möchten wir bei Linspin Cloud von Anfang an etwas anders gestalten. Der andere Aspekt ist, wir möchten relevanten Content für Benutzer ausstrahlen. Und zwar nicht nur statischen Content auf Basis von Personalisierung, sondern auch Nachrichten aus meinem Netzwerk. Zum Beispiel Informationen wie, alle aus deinem Team nehmen am Fußball nächste Woche teil. Willst du da nicht auch hingehen? Und solche Vorschläge wollen wir dem Benutzer direkt auf der Startseite, wie wir das gleich sehen werden, anbieten, ohne dass er das erst im Eventportal oder sowas suchen oder beziehungsweise finden muss. Genau. Dabei war es uns ganz wichtig, direkt von Anfang an in dieser Gruppe einige Commitments zu erarbeiten. Quasi Grundannahmen, die wir verwenden, um den Prototypen zu bauen. Die haben wir hier jetzt auch nochmal aufgelistet. Confluence in der Cloud ist technisch nicht so flexibel wie das Confluence-Server-Produkt. Das heißt, ein Theming oder eine grundlegende Anpassung des Designs ist da gar nicht möglich. Das hat uns zu dem Entschluss kommen lassen, dass wir eine Standalone-Lösung bauen werden und Confluence im ersten Schritt nur eine Integration sein wird. Im Ausblick könnte man auch Google integrieren, also Google Drive-Ordner, Google Spreadsheets, die sollen später auch einen Ort finden in unserer Cloud-Lösung. Eine andere Annahme ist die der Zielgruppe. Wir möchten uns fokussieren auf Unternehmen ab 100 Mitarbeitern und vor allem die Digital Natives im Auge behalten. Das heißt, sowohl Benutzer als auch Unternehmen, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind. Und ganz wichtig, was wir aus dem Serverprodukt gelernt haben, ist, wir möchten Mobile direkt von Anfang an mitdenken. Das heißt, Features nicht nachziehen, sondern direkt von Anfang an mitkonzipieren und auch umsetzen. Hier seht ihr unsere ersten Prototypen. Wir haben damit angefangen, dass jeder von uns Scribbles auf Papier gemacht hat. Die haben wir dann aufgehängt, wir haben eine Galerie gemacht, jeder hat das vorgestellt, was an seinem Prototypen wichtig ist. Und das Ganze haben wir dann mittels Dot-Voting bewertet. Welche Features finden wir gut, was ist vielleicht nicht so gut, welche Dinge wollen wir in unseren digitalen Prototypen übernehmen. Und das war dann das Ergebnis davon. Das heißt, darauf haben wir uns geeinigt, da haben wir dann begonnen mit Hilfe eines Tools, ich kann es ja schon mal weitermachen, das sich Figma nennt. Die Internen werden InVision kennen, das wir bisher benutzen, um Prototypen zu bauen. Im Rahmen des Design-Sprints haben wir ein neues Tool ausprobiert, was uns dabei geholfen hat, dass wir alle gleichzeitig am Prototypen arbeiten konnten. Das heißt, nicht nur die Katja und der Colin haben das umgesetzt, was wir ihnen gesagt haben, sondern der Sepp, der Micha, der Nabil und ich, wir konnten da auch direkt mit rumfuschen, was die beiden bestimmt auch ein bisschen manchmal zur Weißglut gebracht hat. Aber es war eine schöne Art und Weise, uns alle mit ins Boot zu holen und dass jeder seine Ideen auch verwirklichen konnte. Und um euch zu zeigen, durch wie viele Iterationen das Ganze gelaufen ist, hat der Colin ein Timelapse erstellt, der Desktop-Variante. Ja, hier sieht man, die Kacheln haben sich oben verändert, die Inhalte auf dem Dashboard haben sich geändert. Es gibt einige Punkte, die über die ganze Iteration hinweg gleich geblieben sind, wie zum Beispiel die linke Sidebar. Aber dazu wird der Colin jetzt mehr Infos verraten. Ich muss das wieder ein bisschen hoch machen. Ja, ein bisschen. Hi. Wir sind durch ein paar Iterationen durch. Nachdem wir auch mit ein paar Partnern und Kunden das Ganze getestet haben, haben wir herausgefunden, dass wir teilweise Dinge gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatten, die aber total wichtig waren.
Aber fangen wir erstmal von oben an. Jedes Dashboard, was wir ausliefern, hat erstmal News. Wir haben hier oben eigentlich immer drei News, es sei denn, es gibt irgendwelche Spezialankündigungen oder Geburtstage an dem Tag. Das heißt, wir haben hier eigentlich immer dann so eine Special-Kachel. Hier habe ich zum Beispiel noch eine gepinnte News und wenn ich da drauf gehe, kann ich mir die direkt durchlesen, kann aber auch sofort wieder zurück in den Kontext vom Dashboard und muss nicht direkt irgendwie, bin irgendwo anders und muss wieder zurück. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, wo ich viel News habe, kann ich mir das auch direkt aufklappen und habe direkt, ich muss es nochmal höher machen, sorry, komme direkt ins Magazin. Das ist in etwa so wie unsere News-Detail-Ansicht. Kann aber auch relativ schnell wieder zurück und kann einfach auf dem Dashboard weitermachen. Also es dreht sich irgendwie alles, spielt sich alles erstmal auf dem Dashboard ab. Was ja, gut. Macht euch weiter. Gut. Danke. Genauso wichtig haben wir identifiziert, sind Dinge, die meinen Tag betreffen und Communities, also was gibt es für Ankündigungen, was gibt es Neues, gibt es Kuchen, gibt es keinen Kuchen, wichtige Dinge. Genauso hat sich in Interviews rausgestellt, wie wichtig so ein Essensplan ist. Also das kam immer in so Nebensätzen so gar nicht. Lauf ruhig durch. Sorry. Kam relativ häufig, Leute gehen ins Internet, weil sie wissen wollen, was es zum Mittagessen gibt. Also haben wir dem Lunch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegeben. Und wenn ich da kurz einhaken darf, das ist eigentlich ganz interessant, weil bei Linchpin Server reden wir schon viel, viel länger darüber, eine Essensplan-App zu bauen. Intern haben wir das auch. Aber für das Serverprodukt haben wir das bisher noch gar nicht realisiert. Und bei den Interviews kam das so häufig, wie der Colin schon gesagt hat, dass wir gesagt haben, hey, das packen wir jetzt ganz prominent mit aufs Dashboard. Ja. Ja. Und wir haben das auch noch ein bisschen aufgebaut. Ich kann hier auch durch die Wochen durchsteppen, aber ich sehe pro Tag, okay, was genau gibt es zu essen. Das wird natürlich immer so perfekt gepflegt sein, dass man es immer total ansprechend sieht. Aber ich könnte hier zum Beispiel auch eine Mahlzeit favorisieren, wie es hier schon getan ist. Kurz im Hinterkopf behalten, das wird später nochmal wichtig. Aber ich springe kurz zurück aufs Dashboard. Die weitere Integrationen sind zum Beispiel, was sind meine nächsten Termine? Und was sind Tasks, die ich zunächst angehen könnte? Also ein Google Kalender und eine Jira-Asana-welches Tool auch immer Integration. Und Company-Events, die nicht irgendwie heute relevant sind, sondern vielleicht für die Woche oder morgen. Das bedeutet, ich sehe hier erstmal, ich komme an und ich weiß, was erwartet mich heute, was habe ich heute bzw. morgen zu tun. Wir hatten in unserer ersten Iteration, mit der wir auch in die Interviews gegangen sind, in der rechten Spalte nicht diese arbeitsbezogenen Inhalte, sondern einen stärkeren Aspekt auf Social-Infos. Das haben wir auf Basis der Interviewergebnisse verlagert. Colin, das kannst du vielleicht auch nochmal zeigen, wo das hingerutscht ist und welche Inhalte das eigentlich. Das zeigen wir später. Okay, dann seid gespannt. Es ist auf Desktop gerade nicht so hübsch, deswegen will ich es nicht zeigen. Ja, gut. Wir haben, was wir auch auf Server gelernt haben, ist Zeug finden, ist immer so eine Sache. Deswegen haben wir einfach alles, was wir an Aspekten haben, die wir jetzt erstmal bevorzugen, direkt in die Sidebar gepackt. Also wir haben Dashboard, wir haben Newsportal, wir haben Communities integriert, wir haben später ein People Directory und Events und eben diese ganzen Quality of Life Features, die wir im Moment in der Linchpin Sidebar haben, wie Activity Stream, Recently Accessed, Favorites. Da sollten perspektivisch aber Recently Accessed aus allen meinen Integrationen sein. Das heißt, ich kann irgendwie meine letzten Google Drive Files, meine letzten Google Docs, meine letzten Confluence Seiten etc. alles an einem Ort sehen. Das heißt, wir versuchen einfach aktiv Tabs zu reduzieren für alles, was irgendwie so ein Fragment ist, wo ich hinspringe, um zu gucken, gibt es was Neues oder hat sich irgendwas geändert. Das versuchen wir zu integrieren. Wir versuchen aber nicht, diese Tools zu ersetzen. Und dann haben wir eben noch Schnellzugriff-Integrationen, wie zum Beispiel in dem Fall Slack, Google Calendar und Jira. Perspektivisch könnte man sich das aber ein bisschen wie beim Launchpad, nur halt ein bisschen angepasster, könnte man sie sich ein- und ausblenden, umsortieren, neu hinzufügen. Aber jeder hat irgendwie ein bisschen andere Tools und wenn du immer alle hast, dann ist das vielleicht nicht so relevant für dich. Hier kannst du dir das einfach anpassen. Wir haben aber auch in Interviews gemerkt, das Launchpad ist extrem relevant. Die Kunden finden das total cool, weil es denen das Onboarding erleichtert. Die müssen die Toollandschaft nicht immer irgendwie in einzelnen Stücken erklären, sondern sie können es einfach direkt sehen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir bauen das mal ein bisschen auf und machen das firmenweite, globale Launchpad vielleicht so von überall zugänglich. Mal schauen. Mhm. Noch ein Punkt zu den Integrationen, insbesondere zur Confluence-Integration. Wir haben uns während des Design-Sprints die Frage gestellt, ist es für Benutzer irgendwie komisch, dass wenn man jetzt
in die Confluence-Integration springt, dass es dann gar nicht mehr nach unserem Linchpin-Produkt aussieht. Überraschenderweise war das gar kein Problem. Also wenn der Colin jetzt hier auf die Confluence-Integration klicken würde, dann öffnet sich da ein Standard-Confluence-Cloud-Produkt, das gar nicht mehr, also das nicht mehr gethemed ist und auch sonst nichts mehr mit unserem Tool zu tun hat. Und die Benutzer in unseren Tests fanden das gar nicht schlimm. Die haben das zum Teil auch als ganz selbstverständlich hingenommen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in den Google-Kalender springt, der sieht auch nicht nach meinem Unternehmen aus. Der hat auch einen Standard-Look. Und von daher ist das für uns sehr erkenntnisreich gewesen. Gut. Ich hatte vorhin angesprochen bei unserem Commitment, dass Mobile für uns ganz wichtig war. Und natürlich haben wir nicht nur einen Desktop-Prototypen gebaut, sondern auch einen Mobile-Prototypen. Dazu haben wir, da sieht man es noch viel mehr, wie viele Iterationsstufen wir durchlaufen haben. Und deswegen hierzu auch noch mal ein kurzes Video, bevor der Nabil dann noch weitere Infos dazu hat. Nein, wir sind auch nicht bei Danke. Also hier sieht man auch die Oberfläche des Tools und wie wir gleichzeitig daran gearbeitet haben. Und okay. Rüber. So, bevor ich hier anfange, wir haben hier den Mobile Screen von unserem iPhone. Die Mobile App, die wir jetzt kennen von Linchpin, also von Linchpin Server, wenn man die startet, landen wir immer auf dem New Screen. Gab ja schon häufig den Wunsch, dass man den Startscreen anpassen kann, weil die News so ein Content-Type ist, der eher statisch ist und nicht so dynamisch, der erlebt nicht so viel. Man erlebt davon, wie viele News-Beiträge oder wie viele KIs bei einem Unternehmen arbeiten, wie aktuell der wird. Und deswegen gibt es bei der Cloud, im Cloud-Prototypen, die Startseite Pings und Stories. Stories ist das, was man von Instagram kennt tatsächlich, aber nur ein bisschen auf einem Unternehmenskontext bezogen. Ich könnte jetzt zum Beispiel mit meinem Handy eine neue Story erstellen, wenn ich dann hier auf neue Story klicke und hier eine Aufnahme mache, eine Videoaufnahme von euch mache oder ein Foto, dann kann ich hier auf dem Text hier rein, oh mein Gott, Review reinschreiben, Feuer, 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 und kann dann Verlinkungen machen. Und hier sehen wir die verschiedenen Content-Typen, die der Colin eben vorgestellt hat, News Events Community, und kann dann hier in dem Fall zum Beispiel diesen News-Artikel auswählen. Wir sehen diese Stories im Business-Kontext eher als eine Art Promotion-Werkzeug. Das heißt, ich habe einen neuen News-Artikel geschrieben und ich möchte meine Kollegen darauf aufmerksam machen. Und dazu möchten wir eben diese Stories verwenden, um diese Promotion und das eigene Marketing zu pushen. Deswegen gibt es auch keine persönlichen Stories, also es gibt keine Timeline für einen selbst, sondern es gibt erstmal nur Channels, die dann irgendwie befüllt werden von Mitgliedern oder von allen, wenn die öffentlich zugänglich sind. Ich habe jetzt mal diese Story, ich share die immer bei dem Cyberwelt Media Channel, die taucht dann bei anderen hier so auf. Wenn ich sie dann konsumiere, dann sieht sie auch bekannt aus wie aus den Apps. Hier sehen wir auch den Find Out More. Wenn man dann eben nach oben swiped, dann würde man den News-Beitrag sehen, den ich eben da rein verlinkt habe. So hat man sofort einen Access auf das, was promoted wird. Und genau. So. Hier ist es der Startscreen, wie schon gesagt. Ganz oben unter den Stories sind eben das, was der Colin gesagt hat. Das ist wichtig, weil wir haben vorhin dieses Hähnchen favorisiert zum Essen. Und es steht heute zufällig auf dem Speiseplan. Deswegen kriege ich von der App die Meldung, dass heute eben genau das Gericht zum Essen gibt, und ist quasi eine Nachricht, die für mich relevant ist. Das hier sind so die Specials, zum Beispiel der Adi hat sich für irgendwas bedankt, für irgendeinen Anlass, und wir haben ja hier zwei Kollegen, werden älter heute, und man kann denen sofort hier gratulieren. Dann gibt es hier eine... Darf ich da kurz einhaken? Das sind die Punkte, die aus unserer Sicht dafür sorgen sollen, dass das System als sozialer und es schafft ein Wir-Gefühl dazu dienen sollen. Das heißt, andere Mitarbeiter oder Kollegen können sich bei mir bedanken, wenn ich was Cooles gemacht habe. Ich bekomme sofort einen Ping dafür, oder ich kann anderen direkt gratulieren, weil sie Geburtstag haben oder irgendwie schon 5 Jahre zum Unternehmen gehören. Und das sehe ich eben direkt zentral, wenn ich die App öffne. Also im besten Fall passiert da ganz viel, und es werden ganz viele Stories gepostet. Und wenn ich in der Bahn sitze, morgens auf dem Weg zur Arbeit,
schaue ich einfach schon mal rein, was passiert denn heute auf der Arbeit. Es hat nichts direkt mit meinen Aufgaben zu tun, sondern ist so diese soziale Komponente, die wir da etwas pushen wollen. So. Weiter geht es hier einen gruppierten Stream. Jetzt sehen wir hier die Events, die irgendwie anstehen, für die, die auf irgendeiner Form relevant für mich sind. Der Simon geht zum Fußballspielen. Dann kann ich hier auch entsprechend interagieren. Wenn ich draufklicke, kann ich sofort teilnehmen oder eben die Info ist nicht für mich relevant, die kommt dann weg. Und dann sehe ich dann hier andere Events oder News, die irgendwie gerade trenden. Da kann ich sie mir sofort durchlesen, weil die haben irgendwie ganz viele Likes. Und in Communities gibt es neue Posts, die mich eventuell interessieren. Wenn ich alles erledigt habe, kann ich hier hingehen und sagen, clear all. So, dann sieht man hier, okay, es gibt erstmal für mich nichts Neues. Ist so eine, und der Vorteil ist, wenn ich eben die App nochmal öffne, muss ich nicht gucken, gibt es eine neue Info. Wenn die Sonne nicht zu sehen ist, dann gibt es irgendwie eine neue Info, die für einen irgendwie relevant ist. Und das ist jetzt nur quasi der Startscreen. Wir haben hier noch die anderen Screens, die man auch eben in der Desktop-Variante gesehen hat. Community ist hier in dem Fall. Wir können das ganz normal, wie man den Microblog auch kennt, ein bisschen aufgebaut, ein bisschen hübscher. Und den Ustream, hier sind ganz viele verschiedene Arten, wie man die darstellen kann. Irgendwie in so einer doppelten Zeile nach horizontal, ja, swipend. Interessant, wenn ich da einhaken kann. Interessant war bei den Interviews, dass dieses horizontale Swipen gar nicht so gut angekommen ist. Also wir dachten, hey, das ist voll die moderne Komponente, auch um Platz zu sparen in der mobilen Ansicht. Aber nahezu jeder Tester hat gesagt, nee, horizontal Swipen, ganz komisch. Ich möchte News schnell erfassen können und dazu müssen die untereinander stehen. Das heißt, diese Darstellung wird es wahrscheinlich nicht in unser Produkt schaffen. Allerdings gibt es andere Darstellungen, wie zum Beispiel die, die von den meisten präferiert wurde, weil sie eben platzsparend ist und man kann hier viel mehr auflisten. Das ist jetzt nur eine Beispielauflistung, da ist jetzt kein wirkliches Konzept hinter dem Screen. Und hier haben wir ein Personenverzeichnis, was auf Desktop noch nicht geschafft hat. Wir haben hier das Lukas, weil er gerade der Benutzer des Handys ist und die Favoriten haben dann einen besonderen Look. Man kann die sofort erreichen und die anderen Kollegen sind dann quasi wie gewohnt in einer Listenform zu finden, wie man sie aus dem Kontaktbuch kennt am Handy. Das ist auch ein Feedback aus den Interviews. Wir hatten in der ersten Iteration nur solche Kacheln, weil wir dachten, hey, das sieht voll fancy aus mit den eigenen Hintergrundbildern für jeden Benutzer. Aber da sagten die Tester auch, nee, eigentlich will ich da ganz schnell durchswipen können und mir einen Überblick verschaffen können, wenn ich einen bestimmten Kontakt suche. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, mal so eine Mischung zu machen. Meine Favoriten, die sich ein bisschen ausführlicher, auch mit einer netten Aufbereitung und alle anderen werden ganz normal wie in meinem Telefonbuch aufgelistet. Zuletzt gibt es hier natürlich auch die Möglichkeit, sich über den Essensplan zu informieren. In der Sidebar, Beispielseite, die wir haben, haben wir hier den Lunchplan, ist immer der Plan für die Woche und dann sehen wir quasi genau dasselbe, was wir eben auf dem Desktop gesehen haben. Wir können hier auch favorisieren, wir sehen auch hier vegetarisch oder nicht vegetarisch und kann sich quasi durch die Woche hier klicken. Das eigene Profil hast du noch nicht gezeigt. Ah, das eigene Profil habe ich nicht. So. Das ist das eigene Profil. Wir haben hier so ein Hintergrundbild. Man kann das dann irgendwie so ein Benutzer definiert. Jeder kann für sich selbst ein Bild hochladen. Man kann hier sofort die Person ist in dem Fall jetzt der eigene, die sich selbst anrufen, komisch. Deswegen zeige ich mal das Profil von jemand anderen. Dann kann man hier sofort anrufen. Und hier haben wir so eine Chat-Integration. In dem Fall ist es Slack. Wenn ich hier darauf drücke, öffnet sich die Slack-App und in der Direktnachricht mit Petra. Und kann hier, was wir in diesen Pings and Stories gesehen haben, auch Danke sagen. Wenn es da irgendwie einen Anlass gab, kann ich hier sofort Danke sagen. Und dann landet es eben als Ping bei Petra auf dem Stream. Habe ich das vergessen jetzt? Nee, ich glaube, das meiste hast du gesagt. So. So, das Ende der Präsentation, auch sind all unsere Ergebnisse, die wir aus den 4 bzw. 5 Tagen erarbeitet haben. Ich möchte an der Stelle auch nochmal Danke an Caro und Paul sagen. Ich sehe sie jetzt beide gerade gar nicht. Caro ist da. Die haben die Moderation und die Vorbereitung für den Design-Sprint übernommen. Und ohne das wäre es bestimmt ein großes Chaos gewesen. Und dafür vielen Dank. Genau. Danke euch fürs Vorstellen von diesem Ergebnis. Habt ihr Rückmeldungen dazu, Fragen? Wollt ihr noch mehr wissen? Gerne auch im Anschluss oder die nächsten Tage in persönlichen Gesprächen. Das Team startet am Montag. Das heißt,
relativ kurzfristig jetzt, aber kommt gerne jederzeit mit uns ins Gespräch. Wir werden auch da sitzen bleiben, wo wir jetzt gerade sitzen, damit jeder weiß, wo er uns finden kann. Gibt es aus dem Chat irgendwelche Meldungen oder so? Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Es gibt jetzt im Anschluss, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit zum Reden. Ja, und sonst noch einen schönen Tag. Oder Wiener Partner Celix fragt, Standalone-Produkt in der Cloud, heißt, es ist über Cybert Media erhältlich und nicht mehr über den Atlassian Marketplace? Willst du das beantworten? Also die Standalone-Lösung, da das keine Confluence-App in dem Sinne sein wird, wird wahrscheinlich nicht in der Form über den Marketplace verfügbar sein. Darüber haben wir uns aber noch gar keine genaueren Gedanken gemacht. Wie die Integration in Confluence Cloud dann selbst aussieht, ob es da News-Makros geben wird oder wie wir heute Community schon gesehen haben für die Cloud, das müssen wir uns noch überlegen, soweit sind wir noch nicht. Aber das Standalone-Produkt wird es auch über andere Kanäle irgendwie geben. Gucken wir mal. Integration wahrscheinlich interessiert den Stefan auch, ob es für Partnerverkäufe auch irgendeine Marge geben wird. Wahrscheinlich schon, würde ich jetzt erstmal sagen. Näheres ist, glaube ich, noch nicht definiert. Ja. Okay, dann nochmal vielen Dank.